Allen herzlich willkommen heute wieder zurück zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Rasenkalk. Warum sollte man den Rasen kalken und was für Vorteile hat ein Rasenkalk? Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib gerne dran. Warum sollte man einen Rasen jetzt kalken? Rasenkalk bringt einen übersäuerten Boden wieder ins Gleichgewicht. Was ist das Problem von einem übersäuerten Boden? Bei einem übersäuerten Boden kann der Rasen die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen, dadurch wächst der Rasen auch nicht mehr so gut und wir haben gelben und kraftlosen Rasen. In einem übersäuerten Boden breitet sich auch sehr schnell Moos und Unkraut aus und das verhindern wir nämlich dann mit dem Rasenkalk. Wie entsteht saurer Boden? Wir haben gelernt, ein saurer Boden ist schlecht, aber jetzt ist es ja mal spannend zu erfahren, wie der ganze Prozess entsteht, dass der Boden überhaupt sauer wird. Vor allem auf feuchten und verdichteten Böden kommt es meist sehr oft zu einer Versauerung. Mährückstände vielleicht vom Mähroboter oder auch wenn man ohne Fangkorb mäht und andere organische Substanzen werden bei zu geringem Stickstoffmangel nicht mehr vollständig zersetzt. Das kann dann einfach anfangen zu faulen und dadurch entstehen dann verschiedene organische Säuren im Boden, wodurch der pH-Wert dann gesenkt wird und ein saurer Boden entstehen kann. Anderer Punkt, wie der pH-Wert gesenkt werden kann, ist zum Beispiel saurer Regen, ist immer mal wieder in den Nachrichten und auch saurer Regen kann dazu führen, dass euer Rasen mit der Zeit an pH-Wert verliert und somit in die saure Zone kommt. Da der Boden jetzt mit der Zeit sauer werden kann, ist es auch immer wichtig, hier dann mit Rasenkalk entgegenzuwirken, um den pH-Wert dann wieder anzuheben. Je nach Bodenart gibt es verschiedene Grenzwerte, wann man den Rasen kalken sollte. Wir haben drei verschiedene Böden. Wir haben einmal einen sehr sandigen Boden, dann einmal den lehmigen Boden und dann noch einmal mittelschwere Böden. Für den sandigen Boden sollte der pH-Wert nicht unter 5,5 sein, bei Lehmböden nicht unter 6,5 sein und bei mittelschweren Böden nicht unter 6 sein. Wenn der pH-Wert dann unter diesen Wert fällt, sollte man auf jeden Fall mit Rasenkalk arbeiten, um den pH-Wert dann wieder anzuheben. Wie bestimme ich nun einen sauren Boden bzw. wie bestimme ich eigentlich den pH-Wert? Und wir empfehlen grundlegend da einfach eine Bodenprobe zu machen. Das empfehlen wir so oder so bei allem, was ihr macht. Fangt auf jeden Fall mit einer Bodenprobe an. Dann wisst ihr ganz genau, was ihr wann auftragen müsst und wisst unter anderem auch euren pH-Wert ganz genau. Und wenn der pH-Wert dann einfach zu gering ist, also in einem zu sauren Bereich ist, dann sollte man den Rasen kalken. Wir schreiben in unsere Bodenprobe auch direkt rein, wie viel Gramm pro Quadratmeter Rasenkalk ihr von unserem Kalk auftragen müsst. Ihr müsst dabei dann gar nichts mehr berechnen. Ein weiteres Anzeichen von einem zu sauren Boden ist natürlich, wie wir vorher schon erwähnt haben, dass der Rasen gelb wird oder auch nicht mehr wächst, trotz Düngung. Aber auch Unkräuter können Anzeichen sein für einen zu sauren Boden, zum Beispiel, wie es der Name schon sagt, Sauerampfer, dann haben wir Hahnenfuß oder Fingerkraut. Das sind alles Unkräuter, die entstehen können, wenn der Boden zu sauer ist und wir den Rasen kalken müssen. Wenn man jetzt den pH-Wert bestimmt hat und festgestellt hat, dass der pH-Wert im sauren Bereich liegt, stellt sich natürlich die Frage, wann sollte der Rasen gekalkt werden. Generell kann man sagen, Rasenkalk kann man das ganze Jahr über auftragen. Es muss keine bestimmte Temperatur herrschen. Man kann es ganzjährig auf den Rasen auftragen. Wie machen wir es, wenn unser Rasen im sauren Bereich liegt? Dann bringen wir den Rasenkalk einmal im Frühjahr auf, am besten schon vor der ersten Düngung und dann optional nochmal im Herbst. Das machen wir dann meist mit der Herbstdüngung zusammen und das eignet sich ideal. So machen wir das. Generell könnt ihr aber Rasenkalk das ganze Jahr über auf euren Rasen auftragen, zum Beispiel auch im Sommer. Das geht problemlos. Sobald halt euer Rasen dann einfach in der sauren Zone liegt, solltet ihr auf jeden Fall kalken. Diese drei Vorteile hat unser Rasenkalk. Vorteil Nummer 1, unser Rasenkalk schützt vor Moos und Unkraut. Da unser Rasenkalk einen übersäuerten Boden wieder ins Gleichgewicht bringt, also den pH-Wert wieder erhöht, sorgt er dafür, dass sich Moos und Unkraut nicht mehr im Rasen wohlfühlen und vor allem sich die Gräser aber wohlfühlen
und dadurch verabschieden sich die Unkräuter und Moos vom Rasen. Vorteil Nummer 2, unser Rasenkalk verstärkt die Düngung. Da die Rasenpflanzen bei einem passenden pH-Wert, das kommt natürlich immer auf die Bodenart an, ob es ein sandiger Boden ist, ein lehmiger oder ein mittelschwerer Boden ist. Und wenn der pH-Wert hier im idealen Bereich ist und unser Rasenkalk sorgt dafür, dass der pH-Wert im idealen Bereich ist, dann können die Gräser besser die Nährstoffe aufnehmen und somit wird auch die Düngung verstärkt. Jetzt gerade im Herbst wird dann natürlich die Herbstdüngung verstärkt. Vorteil Nummer 3, unser Rasenkalk ist super fein granuliert und 100% natürlich. Das Gute ist, wenn man den Rasenkalk jetzt aufbringt, da er so eine feine Granulierung hat, verschwindet er sofort auch beim dichten Rasen in der Grasnarbe. Danach können direkt Haustiere, Kinder direkt auf dem Rasen und spielen. Es entstehen außerdem keine Kalkschlieren, das heißt, der Rasenkalk haftet nicht an den Schuhen und somit ist er wirklich super geschickt. Und er ist natürlich 100% natürlich, weil er bei der Trinkwasserenthärtung, bei diesem Prozess entsteht und damit auch natürlich ungefährlich ist, wenn Kinder, Tiere über den Rasen laufen. Wie trage ich den Rasenkalk jetzt fachgerecht auf den Rasen auf? Wir empfehlen das Ganze mit unserem Turbostreuer zu machen. Alternativ kann man das auch am besten mit einem Tellerstreuer auftragen, damit wir einfach eine gleichmäßige Verteilung über den Rasen bekommen, damit dann auch wirklich der Rasenkalk im Boden wirken kann. Das Gute, da der Rasenkalk so fein ist, müssen wir nach dem Auftragen nicht zusätzlich noch den Rasen wässern, da der Rasenkalk direkt im Boden verschwindet aufgrund der feinen Granulierung. Aber man kann es natürlich auch vor dem nächsten Regenschauer auftragen, gerade jetzt im Herbst. Eignet es sich ideal, das Ganze mit dem Herbstdünger aufzutragen. Zur Einstellung, wir empfehlen die Stufe 4 bis 5 bei unserem Turbostreuer. Je nachdem, wie eure Schrittgeschwindigkeit aussieht, müsst ihr hier vielleicht regulieren. Wie trage ich das am besten auf? Ihr lauft einmal längs und einmal quer über den Rasen. Zuvor am besten die benötigte Aufwandsmenge abwiegen, damit ihr dann auch ausreichend Rasenkalk auf eurem Rasen haben. Wir empfehlen generell 100 Gramm pro Quadratmeter und wenn ihr das alles einhaltet, dann bekommt ihr dann auch ein schönes Ergebnis. Das war's jetzt mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Falls ihr Fragen habt, stellt die unten gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen und somit bis zum nächsten Video. Es regnet!